Willkommen zu The Movies Superstar Edition. Hier mit Phil Trashpack am Start. Let's play The Movies werden wir heute anfangen. Und jetzt erstmal schauen wir uns das Intro an. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Das war das Intro. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Spiel ein. Und alles weitere erzähle ich dann danach. Neues Spiel ohne Grundlagen, bloß. Die Musik ist viel zu laut und meine Ohren explodieren. Schalalalala. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, war das laut. Ich wollte nicht reden, weil ich hätte sonst ins Mikrofon geschrien. Die Toilettenschüssel habe ich genommen, weil das genau zu Trashy passt, ist da? Ach ja, The Movies. Tolles Spiel. Im November 2005 ist es released worden. Und jetzt kackt es ab. Wow. Cool. Zumindest, das Lustige ist, wirklich kurz nach Release von YouTube. Willkommen zur Geburtsstunde der Filmbranche. Wir schreiben das Jahr 1920. Und der Erfolg Ihres neuen Studios liegt in Ihren Händen. Gewinnen Sie die größten Stars für sich, um Ihr Studio mit grandiosen Filmen an die Spitze der Charts zu führen. Geben Sie alles und kosten Sie die süßen Früchte des Erfolgs. Bauen Sie ein ansehnliches Studio. Stellen Sie Schauspieler ein und machen Sie Weltstars aus ihnen. Drehen Sie Kassenschlager und räumen Sie bei den Preisverleihungen ab. Mit jedem Preis, den Sie gewinnen, mit jedem Stück Erfolg, wird sich der Ruf Ihres Studios verbessern. Schon bald werden Stars anderer Studios zu Ihnen kommen und Sie werden neue Technologien, Szenen und Sets für noch beeindruckendere Filme erhalten. Worauf warten Sie noch? Sie haben einen Koffer voll Geld und Ihnen stehen sämtliche Türen offen. Packen Sie es an. Zeigen Sie es der Welt. Und lassen ihren Traum in Erfüllung gehen. Beim Film ist alles möglich. Wunderbar, würde ich sagen. Und wir fangen direkt mal an damit, dass ich diese Scheiße leiser mache. Was einfach viel zu laut ist. So. Und dann nochmal den Dreck hier aus der Tastatur pusten, dann stellen wir die Leute direkt ein. Handwerker brauchen wir. Super wichtig. Stellen wir die Meisterwaffen ein hier. Die machen wir mal zur Hausmeisterin. Die auch. Und die nochmal. Upsa. Die machen wir nochmal hier zur Handwerkerin. Und dann fangen wir direkt an mit dem Gebäudebau. Schauspielschule, das Wichtigste. Ich werde es so machen: Das Hauptgebäude setze ich hier hin. Und dann werde ich mich in beide Richtungen bauen. Und hier hinter, so, dann werden die ganzen Studiosachen hinkommen. Könntest du dir einmal angucken, was wir hier so alles haben? Mal drehen. Ne? So, ein bisschen ranzoomen. Wenn wir ranzoomen, dann sehen wir, das sieht so aus und das ist unser gesamtes Studiogelände. Das Ding ist, größeres Gelände können wir uns auch nicht besorgen. Mit diesem Gelände spielen wir die gesamte Spielzeit über. Es ist also nicht so, dass wir auch nochmal wechseln werden. Nein, wir werden wirklich mit diesem Studio die ganze Zeit spielen. Und deswegen müssen wir das sinnvoll alles platzieren, weil es könnte halt auch sein, dass wenn wir Pech haben, dass wir irgendwann mal was schließen müssen, weil wir halt uns vertan haben, sag ich mal, wa? Gut, Produktionsbüro packen wir dann mal, wie machen wir das? Platzsparend packen wir das an die Seite ran. So. Und dann, was brauchen wir noch? Natürlich Drehbuch, ganz, ganz wichtiger Punkt, das packen wir da so hin. Und hier packen wir dann noch ein anderes Gebäude hin, welches wir dringend brauchen. Zum Beispiel die Crew-Einrichtung, ebenfalls mega wichtig. Pack jetzt auch mal in diese Richtung dahin, why not? Können wir uns hier so schöne Wege hinbauen. Gott, ist das laut. Sorry, wenn ich ein bisschen leiser machen muss, aber es ist echt krass nervtötend laut. So, und dann passt das da auch noch hin. Gut, das sparen wir schon mal. Gut Geld, glaube ich. Na, hier mal ein bisschen schneller machen. Oh, nicht schneller, nicht schneller, nicht schneller. Vielleicht doch unsere. Schauen wir uns eben mal an auf Stopp drücken, denn was unsere Schauspieler hier so haben. Wenn wir mal auf rechts, auf der rechten Maustaste klicken, dann wissen wir halt, was können diese eigentlich? Diese arbeitslose Schauspielerin hat zum Beispiel Erfahrung in Comedy, ein bisschen und ein bisschen in Sci-Fi.
Und dieser hier hat krasse Erfahrungen in Romanzen und Action. Das ist zum Beispiel extrem gut. So, der sieht sicherlich auch extrem hübsch aus. Deswegen werden wir diesen netten Herrn hier gleich erstmal als Schauspieler engagieren, weil der halt super Erfahrung hat. Und sie hier hat wieder wenig Erfahrung und sie hat Sci-Fi-Erfahrung. Das ist irgendwo ein bisschen doof, weil, wenn wir so einen guten Schauspieler haben, der müssten wir eigentlich uns auf Romanze und Action in dem am Anfang fixieren. Denn am Anfang ist es tatsächlich immer schlauer, sich auf zwei Genres zu fixieren, als auf alle. Weil, wenn man wirklich alle nimmt, dann ist es etwas schwerer, da den Überblick zu behalten. So, wir haben jetzt zwei Schauspieler eingestellt, ein Regisseur und eine Statistin. Was auf jeden Fall wichtig ist und was ebenfalls wichtig ist, dass wir gucken, ob hier alles weiter so im guten Gange ist, damit wir uns nicht vertun. Gut, also ich spreche nochmal ein bisschen was vielleicht einige interessieren dürfte über das Spiel. Und zwar ist es wirklich einige Monate nach YouTube-Release erschienen. YouTube ist ja im 15. Februar 2005 ist YouTube erschienen. Und dieses Spiel ist irgendwie im November 2005 erschienen, ja. Und das Krasse ist, schon damals hatte dieses Spiel eine Option, dass man die Videos direkt auf YouTube hochladen konnte. Für damalige Verhältnisse war das echt krass. Heute wird man sagen, ja, normal, ja. Aber damals war es etwas Großes, was es so noch nicht gab, so in etwa, ja. Und deswegen fand ich das, ich habe das eben gerade nachgelesen und hab mir gedacht, wow, das ist schon, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet tatsächlich, ja, dass es so ist. Aber Fakt, es ist Fakt. So läuft es so. Das hier braucht. Ne, Quatsch. Das hier ist die Crew einrichten. Ne, hier ist die Crew einrichten. Sehen wir mal, ja. Da kommen auch schon die ersten Crew-Mitglieder, die wir einstellen können und sollten. Wir sollten sowieso, wenn es um Crew geht oder hier auch um. Hier dieses Personal für Handwerker und sowas. Da sollten wir wirklich alles einstellen. Und eigentlich Schauspieler muss man halt mal gucken: hat man das Geld, hat man es nicht? Können die was oder können die es nicht? Ein ganz guter Tipp ist nämlich auch, wenn man die zurückweist, ja, wenn man sich sagt, oh, der ist nicht gut genug, den zurückweist, dann kommt immer jemand, der ein bisschen besser ist. Bis man die Person gefunden hat, die man für sich gebrauchen kann, so etwa. Okay, ist hier noch einer? Super. Ist ein wertvoller Tipp wirklich, den man beherzigen sollte, weil man dadurch wesentlich besser vorankommt. Wir spielen hier gerade ich sag jetzt mal Story Mode, ja. Es gibt halt den Sandkastenmodus und da würde ich jetzt sagen, der Sandkastenmodus ist für Leute, die wirklich Filme erstellen wollen, der wahrscheinlich sinnvollere, weil da man kann es halt einstellen, dass man da unendlich Geld hat, beziehungsweise extrem viel Geld und dass die keine Launen haben und sowas halt, ja, die Schauspieler, und das ist halt eine Sache, die wir eigentlich schon, die halt, wenn man so eigene Filme machen möchte, schon förderlich ist. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Drehbuchautoren eingestellt mit einem kleinen Drehbuchbüro. Wer ist das hier? Statisten, okay. Wir können natürlich Drehbücher schreiben lassen. Im weiteren Spielverlauf haben wir dann aber auch die Möglichkeit, unsere eigenen Filme zu drehen. Mit den verschiedenen Sets, die hier sind, ja. Deswegen drücken wir schon mal schneller. Ebenfalls lustig ist, dass das Spiel hier auf einer Sims Engine läuft, ja. Das ist also die Engine, ich weiß nicht, von Sims 2 ist es, glaube ich, die Engine, die hier gekauft worden ist. Hier, der Publisher ist übrigens Activision. Und der Produzent, ja, ist Lionhead Studios. Ich weiß gar nicht, gibt's die noch? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, tatsächlich. Dürft ihr mich jetzt nicht fragen, kann ich euch nämlich keine anständige Antwort drauf geben, wenn ihr das wissen wollen würdet. So, jetzt haben wir auch alle Sets gebaut, die es gibt. Und worauf man achten sollte, ist, dass man halt auch mal diese Wege baut, ja. Das ist halt für Studio, sieht halt schöner aus und da wird ein großer Wert drauf gelegt. Dieses Gebäude ist zum Beispiel dazu da, da kann man halt die ganzen Filme reinlegen und so weiter, ja? Dass es dann auch vorangeht mit der Filmproduktion. Super. So, jetzt haben wir schon eine Menge gebaut. Studiokapital, wir müssen unbedingt den ersten Film drehen. Wir haben jetzt einen Actionfilm, da werden wir gleich diesen Herrn hier reinsetzen. Und in der Zeit bauen wir noch ein paar Wege, damit wir unsere Gebäude auch verbinden miteinander. Wie gesagt, das ist schon ziemlich wichtig. So, wo waren das jetzt da? So, und dann machen wir das so, und dann machen wir das so, und dann haben wir die miteinander verbunden schon mal. Zumindest die beiden, die sind hier zum Beispiel noch nicht, da werden wir das so machen, dass wir diesen Dreier nehmen. Geht gar nicht, ne? Kann man immer nur zwei nehmen. Und da schöne Wege bauen. So, blub,
Und dann auch nochmal so. Hier ist ein Sofaplatz. Da werden wir es so machen. Blub. Und dann haben wir da auch schon wieder eine Menge verbunden. Super. Sehr, sehr schön. Können wir hier auch noch einen Weg hinbauen? Ja, super. Super. Machen wir das doch direkt und werden dann auch hier... So. Wir sind bei Pleite. Wir haben nur noch 60.000. Oh, das Drehbuch ist fertig. Dann zeige ich euch direkt mal, wie man einen Film macht. Schön. Wunderbar. Crewmitglieder und Statisten werden übrigens, wenn man einen Film dreht, immer direkt reingepackt. Die Schauspieler und Regisseure allerdings nicht. Das hier ist unser Schauspieler. Den packen wir dahin. Und woran erkennt man, dass es ein Regisseur oder ein Schauspieler ist? Ich damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe es nicht geschnallt. Zum einen auf diesen Lautsprecher-Symbol, was da drin ist, aber auch, dass die so schräg stehen. Ja, die Regisseure stehen alle schräg und die Schauspieler stehen gerade. So, die hat noch keine Erfahrung tatsächlich. Das ist natürlich für den Film nicht sonderlich gut. Aber dafür ist unser Schauspieler ganz gut dabei. Und wenn wir Leuten halt was beibringen wollen, was machen wir denn? Ganz genau, dann nehmen wir sie und stellen sie da rein, ja. Dann lernen die ein bisschen, das geht allerdings ein bisschen auf den Stresszustand und um was gegen den Stress zu machen. Oh, dann müssen wir direkt mal hier, so, und so, nehmen, drehen und dann drehen die das. Um was gegen den Stress zu machen, den unsere wundervollen Mitstreiter hier haben, ist es ganz einfach, was machen wir? Wir bauen zum Beispiel Snackwagen, ja. Das ist toll für die, da freuen die sich drüber, wenn die sowas bekommen. Guck mal, können wir gar nicht bauen, shit. Deswegen würde ich sagen, macht sowas auch, weil ihr müsst es tun. Ihr könnt sagen, nein, I hate Snackwagen. Und ihr müsst es trotzdem machen. Ja, ja. So spielt das Leben, Freunde. So spielt das Leben. So. Läuft das jetzt schneller oder nicht? Eigentlich schon. Ja, noch schneller Vorlauf, alles klar. So, Snackwagen haben wir gebaut und ebenfalls wichtig sind Toiletten. Die sollte man aber so bauen, dass es die Studio-Atmosphäre nicht stört. So zum Beispiel hier in die Ecke rein. Machen wir gleich, machen wir gleich. Erstmal schauen wir mal, dass wir die ganzen Gebäude verbinden. Hier, das ist zum Beispiel ziemlich am Rand. Da hat schon gar keinen Platz mehr. Nun gut, nun gut. Ja, The Movies ist ein schönes Spiel. Ich denke sowieso für uns YouTuber, die sowieso ja gerne Filme machen, auch im Real Life, sag ich jetzt mal, ist es irgendwie eine nette Sache. Es macht echt Spaß, das Spiel. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Aber wenn man das getan hat, dann erlebt man da wirklich viele schöne Momente mit diesem Spiel, die sich auch wirklich lohnen, wie ich der Meinung bin, tatsächlich. So, schön. Seht ihr mal, da haben wir... Könnte ich den ganzen Weg hier einpflastern? Lustig. Das ist ja gut. Cool. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier. Das ist zum Beispiel auch noch nicht verbunden. Machen wir das doch direkt mal. So, dann nochmal hier. Also man sollte wirklich darauf achten, dass man alles verbindet mit Straßen und sowas. Das ist sehr, sehr wichtig, um die Studioatmosphäre umzuhalten. Und zum Beispiel, ich schalte es mal weg, das sieht halt scheiße aus. Und dafür hat man halt die Hausmeister, dass die das alles beseitigen, dass das weiterhin schön aussieht. Ist jetzt gerade ein bisschen doof, dass wir nur zwei eingestellt haben, aber fürs Erste egal. Oh, neue Crewmitglied, das ist ja geil. Oh Mann. Ah. Oh, Film ist fertig. Ich würde sagen, unseren ersten Film, ja, den schauen wir uns auch mal zusammen an, alter Falter. Die Filme, die von dem produziert werden, sind meistens richtig, richtig grottig. Oh Gott, ich bin gespannt. Drehbuch 1, Leistung. Oh, hier. Regie geht sogar so. Ja, hier. Styleinfluss mittelmäßig. Setzustand natürlich ausgezeichnet, weil es ganz neu ist. Crew hat keine Ahnung, also schlecht, Filmqualität schlecht. Eieieiei, dann schauen wir uns den Film mal an.